Test, Test, Test. Jemand da? Oh, tatsächlich. Ich grüße euch zu einem kleinen, spontanen Stream. Ich muss aber nochmal raus aus dem Spiel. Geht gleich los. Wir quatschen erstmal ein bisschen. Muss vorher noch... Muss mal kurz noch ein bisschen was einstellen. Moment, ich war im falschen... im falschen Account drin. Bin gerade ein bisschen durch den Wind, geht gleich los. So. Jetzt bin ich im richtigen, zwar auf dem Viper, auf dem Viper-Account. So, grüße euch erstmal. Wir haben es lange nicht gesehen. Hey Tomatenhase, hey Timon, hey Pegasus, hey Aramo, hey Woogie, hey Axel, hey Scully, hey Pernstein, hey Grinder Thomas. Nochmal Scully, sehr schön, Great Hype, Dennis, hallo. Jo, Update kommt bald. Ich habe noch kein Video zu gemacht, werde ich hoffentlich bald noch nachholen. Ist die Kamera weit weg? Nee, ne? Bin es bloß nicht gewohnt. Achso, warte. So. Da haut's hin. Ich gehe mal. Ach so. Ach komm, ich gehe mal ins Open. Ich muss mal kurz was trinken. Bin auch ein bisschen durchgeschwitzt, bin ich noch. So, was höre ich denn da? Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin mit der Viper. So, wir müssen nämlich erstmal kurz ein bisschen quatschen, bevor wir loslegen. So, fein. Also ich bin gerade im Open, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. System, Ho, HSI. Wer hinkommen will mit einem kleinen Schiffchen. Und dort in irgendeinem... Moment, Telefon stört mich gerade. Weg damit. War ich ja nicht in irgendeinem Rohstoffabbaustandort? Doch, ne? Ach, nee, genau. Ich bin ja noch im Handring. Ja, weil ich noch geguckt hatte wegen den Waffen. Genau, da sind ja jetzt die Salvenlaser drin. Ich war jetzt hier irgendwie 2 Wochen oder so nicht auf dem Account drauf. Muss mich das mal wieder kurz rein gucken. So, ich habe nämlich auch tatsächlich... hey Thomas Harzog, grüß dich. Hey Christian. Neshito. Ja, Timon fragt schon, wie es mir geht. Jetzt wieder ganz gut. Die letzten 8 Wochen waren nicht so einfach, obwohl ich viel Zeit hatte zum Zocken und alles Mögliche. Hey Master Voice, grüß dich. Genau, bloß dazu mal kurz was. Ihr hattet ja mitgekriegt, dass ich viel gemacht habe in den letzten 8 Wochen. Da kam ein Haufen Videos von sämtlichem Kram, immer wieder auch mal was Neues probiert und so weiter. Oder auch mal kleine Dokumentation und so weiter zusammengeschnippelt. Eine schneide ich noch zusammen, die ist jetzt schon, naja, so zu 30-35% vielleicht fertig. Und die kommt auch noch, dauert aber noch ein bisschen, weil die deutlich länger ist. Hey Südstern. Und ich hatte nämlich, kann ich einfach mal erzählen, also ich könnte auch gerne jetzt einfach mal erstmal ein bisschen, wenn ihr Bock habt, Fragen stellen oder so, kein Problem. Genau, ich hatte einfach so viel Zeit in den letzten 8 Wochen, weil ich meinen Job gekündigt hatte und mir erstmal so eine kleine Auszeit, klingt vielleicht doof, aber ja doch, für mich war es eine Auszeit, genommen hatte, um mal zu gucken, wie es weitergeht. Hängt nicht mit YouTube zusammen. Ich habe nicht überlegt, sowieso nicht mit der Geschichte, so wie es läuft. Für mich läuft es gut, aber von YouTube leben auf gar keinen Fall. Das wird immer ein Hobby bleiben und das mache ich immer nebenbei sehr gerne.
Und da, genau, dann einfach überlegt in der Zeit, was mache ich oder wie geht es jetzt weiter. Ich hatte ja auch ein bisschen was gespart. Das ist ja so, wenn man selber kündigt, ist man erstmal 9 Monate, Quatsch, 3 Monate gesperrt, dass man kein Arbeitslosengeld kriegt. Ich wollte auch nicht sofort wieder was Neues anfangen, weil ich durch gesundheitlichen Gründen meinen alten Job aufgeben musste, den ich sehr geliebt habe, den ich immer sehr, sehr gern gemacht habe, über 8,5 Jahre. Und einfach so verwachsen war mit dem Job, mit meinen ganzen Patienten, die ich alle hatte und so weiter. War eine geile Sache, habe ich wahnsinnig gern gemacht, auch bis zum Schluss. Aber ich habe jetzt so 2 Jahre ungefähr überlegt, was ich nun mache. Also vor 2 Jahren, ein bisschen über 2 Jahre ist das her. Da hatte ich angefangen zu überlegen, wie lange kann ich es noch machen, weil ich viele, viele Rückenbeschwerden hatte. Also nicht bloß mal Verspannung und solche Geschichten, sondern verdrehte Wirbelkörper, was wahnsinnige Schmerzen sind, Bandscheibenvorfälle, alles Mögliche. So viele, viele innerliche Krankheiten, die mich immer wieder mitgenommen haben. Da war alles Mögliche dabei. Das ging bis zum Herz und pfeifersches Drüsenfieber, irgendwelche Entzündungen im Körper und so ein Kram. Und auf Dauer ist das nicht so geil. Bist du schwanger? Nein, ich bin nicht schwanger. Hey, Sherry, dann grüß dich. Nee, auch nicht unbedingt Burnout. Also, ich hatte zwar immer viel zu tun auf Arbeit, aber es war immer positiver Stress. Also, war jetzt nicht unbedingt der Burnout plus mein Körper. Obwohl ich recht jung bin, ich bin jetzt 31 geworden im April, hatte ich dann auch viel mit meinen Eltern, mit meiner Familie, Freundin drüber gequatscht, dass es so auf Dauer, auf ewig sowieso nicht in dem Beruf geht. Man hat dort immer so eine krasse Zwangshaltung, die hatte ich mal 9 Stunden drin, jeden Tag, über die letzten 8,5 Jahre. Und ist halt für meinen Körper einfach nicht gemacht. Ne? Obwohl der Arbeitsplatz an sich super war, ich konnte mir alles so einrichten, wie ich es haben wollte. Aber aus gesundheitlichen Gründen habe ich dann gesagt, okay, jetzt passt es gerade, es ist Sommer, ist vielleicht eine ganz gute Zeit, um einfach, ich habe ein bisschen Geld zurückgelegt, dass ich die Sperre, die ich hatte durchs Arbeitsamt, weil du dann halt erstmal nichts kriegst, dass ich da über die Runden komme. Wir runden zu zweit, ist auch super okay. Da kann man schon mal ein bisschen auch mit weniger auskommen oder mit gar nichts in dem Fall. Wenn man halt einfach mal Monate nichts bekommt, das war auch, wie gesagt, nicht so dramatisch. Und wollte mir dann halt überlegen, eigentlich noch länger, was ich weitermache, ob es in die Richtung sowas geht, was ich so nebenbei schon mache, irgendwie Videoschnitt, Mediengestaltung, so ein Kram, irgendwas. Ja, es gibt ja so viele Sachen, man hat ja überhaupt keinen Überblick mehr, was es heutzutage alles so gibt. Oder bleibe ich in der Richtung, den Job auf gar keinen Fall, auch, na, ist nicht. Und kann euch aber beruhigen, deswegen auch jetzt den Stream. Ich habe jetzt was gefunden, hatte ich wahnsinniges Glück. Letzte Woche angefangen, Bewerbungen dann mal so abzuschicken, aber nur für Sachen, wo ich gesagt habe, ja, auf alle Fälle, das wäre eine geile Sache. Und das waren erst zwei, die ich losgeschickt hatte letzte Woche. Die musste ich überhaupt erstmal auf einen neuen Stand bringen, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie schreibt man doch nochmal eine Bewerbung, wie muss ein Lebenslauf heutzutage aussehen, ändert sich auch immer mal so ein bisschen was. Und musste ich mich erstmal wieder reinfitzen, wie das überhaupt funktioniert. Jedenfalls, ich wollte jetzt die letzten Tage Probearbeiten. Ich habe da auch viel gemacht ich bin wieder in einer Praxis angestellt, was mir sehr gefällt. Auch hier wieder in Leipzig, habe es nicht weit. Ich fahre exakt dieselbe Strecke mit dem Fahrrad wie vorher auch, bloß noch ein paar Meter weiter direkt bis zur Innenstadt und habe da eine schöne Sache gefunden. Und da bin ich sehr stolz und die Sache ist jetzt wenigstens erstmal so über den Tisch gegangen, ganz gut. Da bin ich sehr froh drüber, dass jetzt wieder alles geregelt abläuft, weil vorher mein Tagesrhythmus war voll im Arsch. Ihr habt es manchmal vielleicht gesehen, wer nachts früh um 4 wach war oder im Spiel war. Ich kam dann einfach mal online, habe dann noch bis früh um 6 gezockt oder so oder länger. Es gab Tage, da habe ich überhaupt nicht geschlafen. Ich war oft 30 Stunden, das eine Mal war ich 36 Stunden am Stück wach, weil ich überhaupt nichts, ich weiß nicht, es war alles komplett durch, ja. Und jetzt kommt das Gott sei Dank wieder so ein bisschen in geregelte Bahn und deswegen kann ich das jetzt auch wieder, wie gesagt, der Bewerbung Stress. Es war in dem Fall zwar nicht so der Stress, weil ich Glück hatte, dass relativ schnell ging und ich da wahnsinniges Glück mit der Stelle hatte. Kann ich das jetzt alles wieder ein bisschen besser ordnen? Mein Tagesrhythmus kommt langsam wieder in richtige Bahn und deswegen auch wieder kann ich jetzt so auf alle Fälle planen wegen Livestreams und wieder Folgen regelmäßig bringen und solche Geschichten, was die letzten
Die letzte Woche, ihr habt es ja mitgekriegt, kam kaum was, außer das, was ich schon noch vor 2 Wochen aufgenommen hatte. Jurassic World zum Beispiel. Da sind noch ein Haufen Folgen schon im Voraus aufgenommen. Und bist du jetzt eine Büroschnecke? Nein. Nein. Rock habe ich aber trotzdem an. Ja, jedenfalls, ich wollte das bloß mal so mitteilen. Ich habe bloß immer mal so einen Kommentar irgendwo mal gelesen, dass da so in der Richtung vielleicht mal eine Frage aufkam. Ich dachte, komm, egal, hau's einfach mal raus. Wen es interessiert, gerne. Ja, das wäre es soweit. Jo, danke. Danke, Peter, danke. Bin ich auch sehr froh. Hey, Lennardon, grüß dich. Hey, Klopfgeist. Hey, soll das mal Star Trek aufnehmen? Oh, Star Trek kenne ich mich überhaupt nicht auf. Aus Star Trek. Gönn dir eine Pause. 31, so jung und schon so ein... Ja, der Körper hat wirklich schon vieles mitgemacht. Wann fing es denn an? Also ich war als Kind eigentlich nie krank, auch in der Schulzeit nicht oder so. Ich hatte mir aber zwischen 14 und 16 in den so 2,5, 3 Jahren 6 Brüche geleistet. Einmal 3 Brüche das rechte Handgelenk und 3 Brüche das linke Handgelenk. Meistens durchs Skateboard fahren, einmal durchs Basketball spielen und dann bin ich 2-mal so auf die Fresse geflogen. Fußpfleger, nein, wenn dann Podologe, ja, das war ich ja vorher, habe ich ja sehr gern gemacht, wie gesagt, eine schöne Sache, aber die Zwangshaltung, die man einfach haben muss, da kann man nichts ändern und mein Körper kriegt es halt nicht gebacken, das auf Dauer zu machen, deswegen, die haben auch keine Käsequanten, die haben alle ein wunderschönes Fußbad vorher von mir bekommen und dann ging es ran, ne? Eiter, Warzen, eingewachsene, verblutete, vereiterte, entzündete Ecken, Haut, die schon drüber wuchs, offene Stellen, eingerissene Fersen, es blutet noch und nöcher. Sowas hatte ich vorher gemacht, also bloß mein grober Überblick. Dunja. Hey Daniel, grüß dich. Hey KV, Tor, grüß dich. Pizza Gamer, Mahlzeit, Maximus, Hallöchen. Durch Skateboard fahren, jo, 7 Jahre. Zwischen 12 und 19 bin ich viel Skateboard gefahren und ja, meine verletzungsreichste Zeit bis jetzt die letzten... Im September wären es 4 Jahre, dass ich viel zu tun hatte, immer wieder. Was ich nun genau mache, ich bin jetzt in einer Arztpraxis angestellt, bei einem Herrn Professor, und ja, assistiere da so mit und so eine Art Arzthelfer ist es halt, was ich da jetzt mache. Ich war jetzt die letzten Tage Probearbeiten, gefällt mir sehr gut und dem hat super gefallen, wie ich drauf bin und was ich so mache und da kam das dann jetzt recht schnell zustande. Eiterboll werfen. Ich esse gerade. Hey Chris, grüß dich. Ich habe noch Bilder aus einem Praktikum. Da sind Sachen dabei. Da war ich mal ein Jahr lang. Oh Gott, ey. Hey Wurzelknoben, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, ey. Ich habe gar keinen Sound hier. Ich habe keinen Sound. Vielen, vielen Dank. Mach weiter so. Danke, danke, danke. Genau. Ja, und... Hab Glück mit den Arbeitszeiten, wie vorher auch. Und wie sieht die Arbeit jetzt bei dir aus? Was machst du genau? Genau, hatte ich gerade erzählt. Dr. Alp empfängt. Nee, bin ja kein Arzt. Ja, ist eine nette Sache auf alle Fälle. Das war auch so eine Richtung, wo ich gesagt, da möchte ich schon gern bleiben, weil mir das immer gut gefallen hat, so mit Patienten zusammenarbeiten. Ne? Ist eine schöne Sache. Also wer eine Narkose will, kein Problem. Holzhammer ist da. Ich kann auch sehr kräftig zuhauen. Hey, Kommandant Pio, grüß dich. Arzt, dem die Frauen vertrauen. Gibt's den noch? Was waren das? Die Schwarzwaldklinik? Keine Ahnung. So, also wir können ja mal, ich starte jetzt einfach mal hier in Hohas. Ich weiß nicht, wer von euch schon vor Ort ist. Ich bin jetzt einfach mal, weil ich hier noch keine Gruppe habe, bin jetzt mal im Open unterwegs und fliege jetzt mal zu dem ersten Rohstoffabbaustandort. Wie gesagt, mit der Viper kommt einfach mit irgendeinem Schiff auf, vielleicht ein kleines oder vielleicht ein mittleres, wenn es nicht kleiner geht. Dann können wir das machen, ja. Genau, aber nicht so lange. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit heute. Wir holen das dann aber am Wochenende rum mal nach, mal schauen. Dr. Frank war das. Dr. Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Okay. Ach, Andreas Bauer. Danke, du bist. Jetzt habe ich die Verknüpfung. Dankeschön. Ja. Also ich hatte in den letzten 4 Jahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also weit über 10 recht heftige Krankheiten. 3-mal über 3 Monate hinweg, die es mich komplett entschärft hat.
Tja. Wie weit bin ich in Jurassic World? Es fehlt nicht mehr viel. Durch die letzten Tage, wie gesagt, da könnte ich es nicht zu Ende zocken, sonst hätte ich schon längst gemacht. Das kommt jetzt die nächsten Tage dran. Ich kann ja auch mal gucken. Jetzt ruft ein Kumpel an zum Basketball. Ja, nun ist es zu spät. Ich hoffe, du siehst das. Nun ist es zu spät. Ja. Nee, jetzt nicht. Ich war vorhin da, er war nicht da. Hatte auch keine Kraft mehr, ich bin dann schnell zurück. Hey Daniel, grüß dich. Hallo, anderer Daniel, wir hatten ja schon Daniel. Hey Blank, grüß dich. Bin selber Krankenschwester, alleine Nachtschicht, kann das enorm lustig werden. Okay. Ja, das Wichtige ist immer echt gute Kollegen zu haben, ne? Dass man sich auf Arbeit selber nicht das Leben schwer macht und allen anderen auch nicht. Und wenn die anderen das genauso sehen, dann passt es eigentlich. Sollte es da keine großen Probleme geben. Privat- oder Kassenpatient? Weiß nicht, ob ich habe keine Ahnung. Können wir vielleicht später mal erklären. Fragt einfach in einem Monat oder so nochmal. So, hey Ankbrand, grüß dich, Namt. Hey Izzy, grüß dich. Wie groß bin ich? 1,88. 1,88 bin ich. Wie gesagt, ihr könnt euch auch gerne einfach mal Fragen stellen. Ich muss mal kurz eine Katze reinlassen. Geh. So. Ah. Kann sich die Peter wieder aufregen. Das ist Alissa, die älteste Dame hier im Haus. Ja, man sieht es ihr vielleicht an. Die wollte gerade raus, die wollte nicht rein, die wollte raus. Aber da der Hund schon vor der Tür draußen lauert, hat sie sich nochmal anders überlegt. Hey Tango und Cash, grüß dich. Hey Brumberg, grüß dich. Lange nicht gesehen. Ich hatte das heute den ganzen Tag schon geplant, aber ich dachte dann, als ich zu Hause war, ach komm, gehst du noch eine Runde zocken? Dann war ich alleine da. Kumpel meinte, ja, er kommt noch vorbei. Jetzt schreibt er mir, jetzt ist er da. Wo bin ich? Zu spät. Hab was Besseres zu tun. Mietekatze, ja, die andere pennt hier hinten. Genau, das war Alissa, die älteste Dame hier im Haus. Also zumindest in der Wohnung. Ich weiß nicht, ob hier noch ältere Leute wohnen in dem Mietshaus. Themenabend oder offene Runde. Ja, alles. Schönes Leckeres. Ja, das ziehe ich immer an beim Zocken. Das muss sein. Kobe Bryant. Ist auch sehr warm heute, also ich, ja, egal ob T-Shirt oder wenn es so warm ist, dann ein Trikot, weil dann doch noch ein bisschen mehr Luft durchpfeift. Direkt durch die Rippen. Oh, Woogie, dir geht's heute nicht so gut, oder was? Ich hab Bodennebel und du siehst den Sonnenuntergang. Okay, Master Voice, wie groß? 1,75 oder was? Ein Mietshaus. Gut erkannt. Ist denn schon jemand hier von euch? Ich sehe noch keinen. Wie gesagt, ich bin im Open. Hier. Doch. In der Imp Kurier. Oder? Ist doch ein Kommandant, ich sehe es nicht ganz da unten auf dem Radar, da versperrt mir irgendwas die Sicht. Seht ihr, so lange nicht gemacht, unter Twitch streamst du noch Jurassic World. Ich hab das gar nicht laufen nebenbei, ich weiß gar nicht, ob da jemand was geschrieben hat, ich habe nämlich auch den Superchat nicht laufen. Ach, so lange nicht gemacht, unter Twitch streamst du noch Jurassic World. Okay, sorry. Danke für die Info, vielen Dank. So, ist abgeändert. Danke für die Info. Hab ich nicht mehr drauf gehabt. Ich sehe, es ist ein bisschen dunkel. Okay, es macht keinen Sinn, wenn ich hinter mir Licht anmache, sehe ich gerade. Weniger als 1,75. 1,70, okay. Ich sag nur Folge 80, mehr sage ich nicht.
Deine Folge 80 oder meine? Muss ich mal reingucken. Schöne 18 Grad, bei uns war es halt nochmal richtig warm. Also in der Sonne war es halt richtig heiß. Hey Gerstenmalz Extrakt, grüß dich. Jo, Twitch läuft jetzt und haut alles wieder hin. Moment. Mal noch ein bisschen mehr Licht reingelassen. Keine Düppel, doch. Doch, doch, doch. Düppel habe ich, aber die sind deaktiviert. Ich weiß gar nicht warum. Natürlich, kann er nicht ohne Düppel losfliegen. So, hier. Oh, wo ist er denn? Kommandant Nomak war schon hier. Sagt Bescheid, wenn ihr hier seid. Oder schreibt mich an oder im Chat oder wo auch immer. So, ich muss mal kurz noch. Okay. War 2 Wochen nicht gestreamt und schon keinen Plan mehr. So, okay. Gut. Schon jemand da? Wo? Hey, I'm Green Gaming in Ho HSI. Dort in dem ersten Rohstoffabbaustandort. Ich bin einfach mal in den Hoch geflogen. Oh, ich habe irgendein Haar im Gesicht. Katzenhaar. Oh ja, hier im Dachgeschoss wird es halt echt schnell mal richtig warm. Ich wollte mich nicht ohne hinsetzen, oben rum. Alles klar, Woogie. Hast du inzwischen auch schon Post wegen der Rundfunklizenz bekommen? Nee, ich habe das von, wer hat denn das damals gekriegt? Gronkh, Pete's Meat. Vielleicht noch ein paar andere größere? Bei mir haben sie noch nicht angeklopft. Können mich mal am Arsch lecken, die blöden Säcke. Wie war das irgendwie 500 Leute regelmäßig und immer wieder, wenn man das regelmäßig ankündigt oder regelmäßige Streaming-Zeiten hat, dann können die ein. Ich glaube, die kommen so gar nicht an meine Adresse ohne weiteres ran. Keine Ahnung. Finde ich total beknackt, aber machen doch alles, um an Geld zu kommen. Du meinst diese. Ja, doch, die Rundfunklizenz, ja, passt schon. Master Voice? Doch, ich denke schon. Ich denke schon, dass wir auf alle Fälle nochmal einen zu Jurassic World machen. Sag jetzt einfach mal ja. Jo, danke erstmals. Schönen Abend noch. Und dir dann auch, Master Voice, hau rein. Hast du den neuen Trailer schon gesehen? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Wir sind im Open, genau. Hey Basti Bau, sag doch was zur Kreid. Zur Kreid. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den neuen Trailer noch nicht gesehen. Ich muss mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Sagt, ich habe die letzten Tage so wenig Zeit. Ich kann mir mal kurz angucken. Fehlen noch 412 Zuschauer, ja. Ja, die sind ja ein bisschen komisch, ne, mit dieser bescheuerten Rundfunklizenz. Was hältst du von Artikel 13? Ich weiß nicht mal, was Artikel 13 ist. Ist das dieses neue? Dieses Urheberrechts-Kack-Ding? Hey Sandra, grüß dich. Ja, ich finde sowas immer Schwachsinn, als ob die keine anderen Probleme hätten, die Politiker. Kümmern sich um so einen Schwachsinn, ja. Ich halte davon immer nicht viel. Ich bin da. Muss mir mal den neuen Trailer angucken, findet man noch bestimmt irgendwo auf YouTube. Oh, die sind gerade live. Ey, die zeigen gerade die Crate. Ach so. Die zeigen gerade was von Elite Dangerous.
Wartet mal, ich versuch mal was. Ist keine Ahnung, ob das gut geht. So schon mal nicht. Nee, das auch nicht. Die zeigen gerade das Schiff. Ich möchte das kurz mit einblenden, das Schiff, aber ich krieg's gerade nicht gebacken. Hier, Bildschirmaufnahme. Nee, ist auch nicht richtig. Das kann ich nicht machen. Scan detected. Ich habe gerade nebenbei den Livestream laufen. Ich weiß halt nicht, was die gerade sagen. Ich habe es nicht an. Ich habe die Musik, den Sound aus. Ich glaube, das war's schon. Ich glaube, die sind gerade, es ist gerade vorbei. Ja, doch, ich glaube, ging jetzt schon eine Stunde. Da wird gerade die Crate gezeigt. Okay. Sieht jetzt auch wie so ein kleineres, mittleres Schiff aus, oder? Mist, muss ich mir morgen nochmal angucken. Habe ich heute nicht mal die Zeit dafür, nochmal eine Stunde da. Vielleicht nachher in der Badewanne. Upload-Filter für EU. Ja, der Bullshit, der größte Schwachsinn. Als ob die keine anderen Probleme haben mit ihrer Politik, sich um sowas zu kümmern, ja. Vielleicht erfindet ja der Russe das Internet 2.0 oder so, was über was anderes läuft, und dann, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist ja noch nicht durch. Heißt ja noch nicht, dass das so kommt, ne? Also wie ich das erfahren habe. Wie kommt man denn auf solche Ideen? Ja, vor allem dann die Betreiber, allein auch fürs deutsche Elite Dangerous Forum, wäre das ja schon ziemlich beschissen. Kannst ja nichts mehr posten, irgendwie, was irgendwas urheberrechtlich Geschütztes hat. Da kannst dann eigentlich das Internet schließen. Wer soll denn so einen Upload-Filter erstellen? Ja? Wo greift denn der? Und keine Ahnung, ey. Erstmal abwarten, was da am Ende rauskommt. Die Crate kann einen Fighter reinbauen. Okay, super. Ja, das stimmt immer, zur Fußball-WM kommen die bescheuertsten Gesetze durch. Jedes Mal derselbe Mist, ey. Die leben meiner Meinung nach sowieso ganz fernab der Realität, die ganzen Politiker. Müssen wir alle ein halbes Jahr auf dem Bau schuften oder irgendwo anders, ja. Richtig Akkordarbeit, dann wüssten sie, wie bescheiden es teilweise draußen ist. So, ich weiß gar nicht, kämpft er schon? Ich stehe jetzt hier die ganze Zeit rum. Glaube nicht. Achso, er ist gerade weg. Okay, bin wieder alleine hier. Okay, den Trailer mal angucken. Jo, das kann ich nachher mal machen. Ich lasse es jetzt mal hier nebenbei noch irgendwas zu suchen. Hat aber nur 4 Werkzeugsteckplätze. Reicht für 4-mal Düppel. Vollkommen in Ordnung. Wurden beide neue Schiffe gezeigt? Auch die Challenger. Okay. Ist die Challenger ein großes Schiff oder noch ein mittleres Schiff? Jo, Osakis, das stimmt. Also wenn die das wirklich so durchkriegen, wobei es ja dafür wohl, was ich mal gelesen hatte, nicht unbedingt so wahnsinnig gut aussieht, dass das auch so kommt, aber wenn, dann war es das, glaube ich, wirklich. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Hey, Asmodeus, grüß dich. So doof kann keiner sein. Wer kann sowas mit Absicht wollen? Ich verstehe es nicht. Nee. Da ist doch eine Anaconda. Da können wir doch direkt mal mit drauf gehen. Die wird doch schon zerlegt. Guck mal.
habe jetzt auch die Salvenlaser drin, die natürlich unglaublich mehr Schaden machen. Geil, 400.000 hatte ich schon mal dabei, das ist doch super. Mehr als die letzten drei Folgen zusammen. Also ich denke mal, Update kommt Donnerstag. Mal schauen, wie die Server laufen. Ich gehe mal stark von aus, dass wir da einen Livestream zu machen. Peter ist auch da. Cool. Schreibtischtäter. Ja, genau. Es sind ja nicht immer alle so, ne? Aber es kommt einem so vor, dass genau die, die was zu sagen haben, den größten Blödsinn entscheiden dürfen. So, habe ich jetzt überhaupt was bekommen? Nee, oder? Doch, könnte sein, dass das die beiden hier waren. Ja, doch. Passt schon. Ach so, hier oben finde ich das. 43 Millionen für die Crate. Crate. Zwischen Python und Federal Gunship. Okay. So, Kommandant Lime Cream ist aber auch Lime Cream im Jet, ne? Kommt morgen ein Update. Ne, Donnerstag. Am 28. Hey, Kommandant Hartwig, grüß dich. Peter, wie heißt denn du im Spiel? Oder bist du das, bist du Kommandant Lime Cream? Die drücken das mit Sicherheit durch, weil die alle geschmiert werden hinten rum. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Never play on Patch Day. Ja, früher zu WoW-Zeiten war das wirklich so. Da hingst du dann irgendwie, wenn dann irgendwann das Update mit einer Holz-Bambus-Leitung runtergeladen wurde, noch 4 Stunden im Einlog-Server fest oder in der Warteschlange. Dann war es um 12 abends. Hast halt nur noch 3-4 Stunden gezockt. Hey, One Two Shot, grüß dich. Saru. Kann das sein, dass wir noch gar nicht befreundet sind im Spiel? Auf dem Account? Ich glaube, wir sind noch gar nicht befreundet, Peter. Kann das sein? Ach hier, der Equamander-Name, der heißt Alpia Shoki, da oben links. Okay. Gut, dann, ja. Wo treibt sich denn Erik schon wieder rum? 15.000 Lichtjahre entfernt. Hey Christian, grüß dich, Space Cowboy. Oh Mann, ey, wenn die WoW Classic Server kommen. Ich glaube, da muss ich mich echt Wochen, erstmal so eine Woche oder 2 Wochen einschließen. Hier alles dunkel machen. Fressen besorgen. So einen Kackstuhl besorgen. Ja, und dann schließe ich mich hier ein. So eine ganze Woche. Wie ich es damals mit GTA 5 gemacht habe. Als GTA 5 rauskam, das erste Mal auf der PS3, hatte ich zufällig eine Woche Urlaub und habe in der Woche Urlaub, in der ich eigentlich hätte 40 Stunden Arbeit gehen müssen, oder 45, egal, 80 Stunden GTA gezockt. Das war es wert. Ich glaube, mit WoW könnte es ähnlich werden. Also das, da freue ich mich echt drauf. Ich zocke jetzt nebenbei schon immer mal auf irgendeinem Privatserver. Oh, Lime Cream, grüß dich. Oh, da ist ja die kleine Corvette. Die Petition habe ich auch schon unterschrieben im Internet, genau. Die gibt es ja da, KV. Stimmt, da hast du recht. Ja, ich freue mich da wahnsinnig drauf auf die Classic-Server. 1.21, wie war es denn? 1.12, glaube ich, soll ja kommen.
Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Also auch die. Es gibt ja einen deutschen Privatserver. Man braucht bloß danach googeln, dann kommt der direkt. Ganz easy, die ganze Geschichte zu installieren. Gehen auch Mods und so. Und also ein paar Interface-Mods und so ein Gedöns funktioniert da auch. Und mir gefällt das alte WoW tatsächlich viel besser als das neue. Ich habe das neue, ich habe Legion auch gezockt. Am Anfang ein bisschen, auch bis 110 und einige Instanzen gemacht und so. Aber es ist einfach nur noch rein, durchrennen, Epics einsammeln, Legendaries aufleveln, irgend so ein Scheiß. Das gefällt mir nicht mehr. Das ist mir alles zu hektisch und zu schnell. Das alte WoW, wie geil war die Reise bis auf Level 60? Ich habe Monate für meinen ersten Charakter gebraucht auf Level 60. Es hat so lange gedauert. Es war echt der Hammer. Und alleine die Reise, ne, von Level 1 als absoluter Vollidiot bis Level 60 als nicht mehr ganz so Vollidiot, immer noch kein Plan, immer noch nicht mal die Hälfte vom ganzen Spiel gesehen. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, die bringen das wirklich so klassisch wie möglich. Ohne Instanzsuchmaschine, ja, dass man sich verabredet, dass man vorher miteinander schreibt, dass man dann dort gemeinsam hinfliegt, jemand nachportet. Ich war immer Hexmeister, bin immer als Erster dort gewesen, habe die Leute dann rangeholt. Lauter solche Geschichten. Also WoW Classic. Geil, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ey, ich sehe schon wieder kommen, dass ich. Oh Gott, ich darf da nicht zu viel dran denken. So, ihr könnt ruhig hier schon rumballern. Ich mache dann mit. Warte. Hier. Können wir dann gleich kriegen. So. Ich folge dir. Ich bin überhaupt nicht ängstlich oder feige. Aber so würde ich es machen. Wie so ein parasitärer kleiner Fisch, der sich an so einen Wal heftet. So, jetzt sind hier noch zwei andere Commander. Einmal eine Chieftain. Und einmal eine Vulture. So. Ich weiß jetzt nicht, wer was ist und wer noch hier ist. Hey, Taldo, grüß dich. Es wird aber auch Zeit. Hey, nur Pilato, grüß dich. Habe ich gerade das gesehen. Sorry. Nahrung nur noch intravenös, ja. Es gab damals nicht nur eine 12-Stunden-WoW-Schicht. Es war auch eine gute Zeit. Da hatte ich selber viel Zeit. Erste Ausbildung, Haufen Zeit gehabt, ja. Die Kumpels auch. Also, so muss der Abgrund sein. So muss der menschliche Verfall beginnen mit WoW Classic. Peter, wer bist du von den beiden? Damit ich weiß. Wer? Chieftain, alles klar. Gut, dann nehme ich ihn noch in Wing. Es gehen leider nur vier rein. Die Vulture ist ja noch da. Ich weiß jetzt nicht, wer es von euch ist. Es kommt vielleicht noch der ein oder andere und macht dann einfach noch ein Wing auf. Also tut mir leid an die Vulture. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Aber ja, macht einfach einen anderen eigenen Wing noch auf. Wir können dann auch gerne eine Gilde gründen, ja. Dann haben wir in WoW. Dann haben wir in Elite, haben wir dann ein. Ein Squadron. Die Elite-Partner. Finde ich immer noch super. In WoW von mir aus auch irgendwas. Peter, hast du die Einladung gekriegt? Die ist raus. Hier. Steht auch da, Geschwaderanforderungen gesendet. So, wer ist denn das da? Die sind alle sauber. Ist halt schade, ne? Es ist jetzt hier kein. Guck mal, da ist ja jemand. Ist jetzt hier kein gefährlicher Abbaustandort. Die Katze möchte wieder raus. Ist nämlich so, die Katzen, die können stundenlang im Tiefschlaf liegen. Und die wollen weder rein noch raus. Aus irgendeinem Raum. Egal aus welchem. Wer man schließt irgendwo eine Tür. Dann wollen sie entweder genau da rein oder da raus. Ja, obwohl die noch hätten 3 Stunden weiter gepennt. Die Alpianer. Nee, es müssen, also muss nichts mit meinem Namen im Namen sein. Um Gottes Willen, das will ich auch gar nicht. Weder in Elite dann, noch in. Noch von mir aus bei WoW oder. Ich habe mir auch The Crew 2 gekauft. Zu diesem feierlichen Anlass. Gildenname Fantastic Four. Nein. Hey Frank, grüß dich. Bist du das mit der Vulture?
Echt? Peter kriegt keine Einladung? Guck mal, dann Jan Wu? Ist es... Nee, du hieß doch gerade noch anders. Ist es die Chieftain? Wer ist ein Birdie 69? So, vielleicht geht's jetzt, genau. Ah, hier, jetzt wirst du mir wieder angezeigt. Ja, jetzt hat's funktioniert, wunderbar. Aber ich sehe, da sind noch zwei andere Commander unterwegs. Könnt ihr, macht einen eigenen Wing auf. Je mehr, desto schöner. Elite Partner, ja, ja, Elite Partner ist wirklich, wirklich ein guter Name für ein Squadron. Ja, genau. Die Wohnung gehört der Katze. Der Mensch ist lediglich geduldet. Es ist wirklich so. Also, wenn man hier nach Hause kommt, zu uns, wenn man eintritt ins Schloss, der Hund kommt angerannt. Ja, der springt einen so ein bisschen an und freut sich und wackelt mit seinem kleinen Schwänzchen. Meistens mit beiden. Und freut sich einfach nur. So, jo, Dunja, schönen Abend noch. Danke dir. Hau rein. Viel Spaß auf Arbeit. Vermute ich mal, dass du auf Arbeit musst. So, und die Katzen, die liegen da irgendwo, gucken so ein bisschen mit einem halb offenen Auge, fragen sich, warum ist der Alte jetzt schon da? Oder die, je nachdem. Und traben dann in einer Seelenruhe zur Küchentür, setzen sich davor, gucken die Küchentür an, gucken mich an, oder je nachdem, wer gerade heimkommt, und wollen dann fressen. So, der Hund ist froh, dass man da ist. Die Katzen sind froh, dass sie ihr Fressen kriegen. Und wehe, ich gebe denen das nicht gleich. Die haben eigentlich ihre festen Zeiten. Also wenn ich die einfach mal so ignoriere, mal so ein paar Minuten, da wird die Große, die wird richtig blöd. Ja? Die kommt dann an und meckert und mauzt und meckert und meckert. Die Kleine, die ist ja ganz anders. Die sitzt dann einfach vorm... Hat jemand gescannt? Scheiße, nee, keiner. Die sitzt dann einfach und wartet, geduldig, so wie sie es gehört. Aber die Große, die kann richtig garstig werden. So richtig, wie so eine meckernde alte Oma. So, alles, früher war alles besser. Ja. Jungs, scannen, hat denn keiner von... Boah, was war das? Alter, was zur Hölle? War das so eine Alienwaffe? Auf alle Fälle finde ich schon mal gut, wir kriegen ganz gut Geld. Guck mal, da ist eine Pütterin reingekommen. James Beyond. Ja, Peter, du schreibst es. Hey Killer, nein, du hast nichts verpasst in den letzten zwei Monaten, kommst genau richtig, denn übermorgen kommt das Update 3.1 raus. Zwei neue Schiffe kommen dazu, die Great und die Challenger und noch so ein paar andere Sachen, von denen ich diesmal ausnahmsweise selber noch nicht viel weiß. Muss ich mir nochmal alles angucken und durchlesen. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt ungefähr bis 21:45 um 10, so ungefähr. Na. Ja. Ja. Oh, schon vorbei. Boah, 94.000 für eine ASP. Da ist noch eine, aber eine Scout. Hey, Crypto-Taker, grüß dich.
Ist der Cryptotaker, ich kenne den nicht, ist der verwandt mit dem Undertaker? Komm hoch. Ha, geil, ey. Sind das die Schwarmraketen von den Tech-Brokern, oder? Ist das so eine Guardian-Waffe? Fett, ey. Schreibt das mal bitte, wer hier diese pornöse Waffe an Bord hat. Das ist ja der Hammer. Eine FDL, die hole ich mir. Ich habe keinen Saft mehr drauf. Boah. Sieht aber auch geil aus, die Rauchschwaden da hinterher nach. Junge, Junge. Mal kurz mein System wieder aufladen. Düppelgasmus. Erst ein Fünftel geschafft. Wo ging es nochmal hin, Erik? Du wolltest einmal drumrum mit Beagle Point oder wie war das? Meintest du meine Packhounds? Wenn die so heißen, dann ja. Ist das so eine Guardian-Waffe? Weil die sieht mal richtig fett aus. Die sieht aber wirklich fett aus. Kann man da nur eine einbauen oder kann man die überall einbauen? Wie hieß das Ding? Li Yonghui. Verschenkt er die oder was? Wo ist er denn? Unser asiatischer Freund. Auf dem letzten Platz. Ey, waren das nicht mal 12? Weiß ich nicht. Schwurleisten. Schwarmwerfer. Mittelgroßer Raketenwerfer, der eine breit gestreute Salve selbstständiger, zielsuchender Raketen abfeuert. Boah. Ha! Ich glaube, wir kommen da ins Geschäft, Herr Li Yong. Wir müssen die alle auf dem Hauptaccount echt mal durchgehen. Müssen die alle mal durchnehmen. Da kommt keiner drum rum, auch nicht Juri Grom. Uiuiui. Hatte die denn irgendwas Gescheites, die Alte hier? Nee, ne? Gute alte Lanzenabbaulaser. Eine Elite-Adder. Ihr seid noch am Rumpf schießen, ne? Bin gerade nicht auf der Höhe. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Hey Raika, Rairan, Raihani, grüß dich. Hey JD. Unter 400.000 Lichtjahre kommst du nicht weg. Boah. Hey JD, ein halbes Jahr verpasst. Dann wart noch 2-3 Tage. Donnerstag kommt direkt noch Update 3.1. Dann hast du ja 3.0 und 3.1 verpasst, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Dann wart ruhig noch die 2 Tage. Dann kriegst du nochmal einen Schwung an Content mehr. Bin mal auf die Patch Notes gespannt. Ich hoffe ja, dass man eventuell morgen schon was von den Patch Notes erfährt und nicht erst wieder am Tag der, ihr wisst schon, der Veröffentlichung.
Na gut, finde jetzt nichts. Ah, mit einer Orca unterwegs. Okay, cool. Wir sind im System. Ich fliege gerade die ganze Zeit geradeaus, auch nicht schlecht. Ho HSI. Wir sind schon zwei Wings, wenn mich nicht alles täuscht. Also wir und noch mindestens zwei andere sind hier vor Ort. Soll Ende des Jahres kommen, Osakis, mit Update 4. Vom Beyond Update sollen dann die Planetenoberflächen. Die hatten ja in dem letzten, auch dem kleinen Video, was ich nochmal gemacht hatte irgendwann, wo es um das vierte Update ging, kam ja auch was zu den Oberflächen. Allerdings da nur ein paar verschiedene Screenshots von einem Eisplaneten und da stand auch nur drin von, zumindest in der Info, die da rausgehauen wurde, dass es wohl Eisplaneten betrifft. Ich hoffe, dass die alle Planetenoberflächen, auf denen man landen kann, überarbeiten und nicht nur Eisplaneten. Bei denen ich jetzt eh nicht so wahnsinnig gerne unterwegs bin, muss ich sagen. Also schon mal, die können auch echt nett aussehen, aber ich hoffe, die nehmen sich alle vor. Kann auch nicht so schwer sein, den Algorithmus ein bisschen anzupassen. Ihr habt schon aufgeräumt. Wir sind immer open, Sepp. Wohin des Weges? Okay, er haut ab. Da ist doch noch eine Anaconda. Hier oben. Nein, hau nicht ab. Nein, bleib hier. Jungs, da ist eine Anaconda. Ich fix sie mal an. Vielleicht dreht sie ja nochmal ab. Ich hoffe auf Unterstützung. Oh oh. Nein, nein, die ist weg. Ach, verdammt. Ich hatte sie natürlich fast. Hat nicht viel gefehlt. Ach, Mann. Jo, Pernstein, schönen Abend noch. Viel Spaß in der Kryokammer. Wo ist er denn? Hier unten. Ach ja. Knapp. Hier, Jungs. Düppel! Schwarmraketen! Los! Wer war das? War das nur, der gerade weg ist? Hey Clint Eastwood, grüß dich. Leider nicht, wir sind hier gerade voll. Aber hier gibt es auf alle Fälle noch einen anderen Wing. Da müsste noch was frei sein. Bei uns hier die, leider nicht. Könnten sie aber auch echt mal erhöhen, ne? Dass man da nicht nur zu viert, sondern auch meinetwegen 10 Leute mal irgendwie in Wing einladen kann. Denn 10 Leute kriegt ja so eine Instanz gerade noch so irgendwie gehandelt. Ohne dass, also zumindest im Weltraum, auf einer Planetenoberfläche sieht die Sache schon wieder anders aus. Das stimmt, Osakis, ja. Theoretisch könnten die echt über Jahre hinweg, die nächsten 10 Jahre, so viel noch implementieren. Frage ist halt nur, ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute da aktiv gerade am Spiel rumwerkeln. Vielleicht jetzt nochmal wieder ein paar mehr zurückgekommen. Hallo, grüß dich, danke. Das ging ja fast gut. Vielleicht sind jetzt wieder noch ein paar mehr frei, die eventuell von Jurassic World wieder rüber schwappen.
Hey Daniel, grüß dich. Guten Abend. Muss mal kurz warten. Irgendwie ist mein Schild gerade abhanden gekommen. Da ist er noch ein T7. Oh, will auch abhauen. Targoiden-Mutterschiffe entern, das wäre was Feines. Och, hier! Scannt Datenbanken unter Verschluss. Ihr wisst, auch da habe ich schon mal ewig gebraucht, überhaupt einmal was zu bekommen. Stand ich stundenlang im Supercruise rum und habe irgendwelche Handelsschiffe dort gescannt. Bin fast wahnsinnig geworden. Hey Nero, grüß dich! Ja, das verhindert Sony so ein bisschen. Also ich glaube, es würde vielleicht gehen mit der Xbox. Du schon wieder. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern das machbar wäre, dass wenn Microsoft sagt, okay, kein Problem, Crossplay, PC, Xbox, kein Ding, dass halt wenigstens PC-Spieler und Xbox-Spieler zusammen zocken. Aber wäre halt auch mit der PlayStation 4 noch trotzdem noch mal mehr und geil. Aber ihr seht ja, was auf dem PC los ist, wenn da irgendwie mal 10 Leute in der Instanz wollen und was machen wollen auf einer Oberfläche, mal mit dem Buggy rumfahren. Da geht ja nichts mehr und hier steht schon eine ganz gute Maschine da eigentlich. Wie soll das dann auf einer Konsole funktionieren, ne? Das wäre halt. Ja, Sony macht da nicht mit. Ne? Jetzt meckert sie wieder rum, weil sie nicht raus darf. Leg dich hin. Oh, böse Blicke. Sie zieht von dannen. Ist doch immer so, die Vorherrschaft haben im Konsolenbereich, gerade aktuell, die haben natürlich auf Crossplay keinen Bock. Das war früher bei Microsoft genauso, zu 360-Zeiten. Hatten die weniger Bock drauf als Sony. Da war es nämlich andersrum. Ich denke mal, Microsoft macht das nur, weil die schon im Vergleich zumindest zu, also in der jetzigen Konsolengeneration, im Vergleich zur PlayStation 4, nicht so wahnsinnig gut dastehen. Also nur die beiden wirklich. Mir ist persönlich vollkommen wurscht. Mir ist das vollkommen egal. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Wo wird denn hier rumgeschossen? Da! Scannen, Jungs, scannen. Eins. Ja, doch, Scan kommt noch durch. Gott sei Dank, der Herr hat gedüppelt. Da bin ich aber gespannt auf die Challenger, auf die Crate. Ich hätte ja gedacht, die Crate wird so ein Riesenschiff. Wo im System seid ihr? In dem ersten Rohstoffabbaustandort. Das müsste der erste sein, der irgendwo dann kommt. Hier. Ich bin der Meinung, hier ist es. Von hier bin ich vorhin losgeflogen. Das haut ungefähr hin. Beim ersten Gasriesen. Ja, ist immer schade, wenn da große System-Anacondas dabei sind. Ist natürlich nicht schlecht, aber zumindest wenn man sich da dranhängen möchte, aber wenn man nur kämpfen möchte, dann sind die manchmal ein bisschen fehl am Platz. Hast du in letzter Zeit mal die Gruppeneinladung bestätigt? Nein, nein. Kann ich mal machen. Wenn ich dran denke, mache ich das nachher gleich mal. Hey Bennett X3, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Du guckst ja seit 4 Stunden Videos zum Spiel an. Muss man halt Bock drauf haben, ne? Die Lernkurve, die ist schon erstmal relativ steil, aber wenn man da einmal drin steckt, lässt es einen kaum wieder los. Und wenn man allgemein so ein bisschen Faible hat für vielleicht Raumschiffe, Weltraum, Universum, unsere Milchstraße, ist das Spiel schon echt gut gemacht, kann man nicht meckern. Kannst du locker Dutzende, hunderte Stunden, je nachdem, reinstecken.
Ich weiß gar nicht, was es derzeit kostet. Kaufst du auf alle Fälle mit Horizons? Das kostet nicht viel mehr mittlerweile. Da ist die erste große Erweiterung mit drin gewesen und da kommen dann die ganzen Ingenieure dazu, die man dann freischalten kann, wodurch man Schiffe nochmal extra modifizieren kann und auch Planetenlandung und so ein Gedöns ist da alles dabei. Also es lohnt sich auf alle Fälle. Sepp, wir sind im Open. Ich habe hier noch keine private Gruppe gemacht auf dem Account. Lohnt sich vielleicht auch gar nicht mehr. Auf dem Hauptaccount dann eher in meiner Gruppe, ja. Oh, guck mal da. Nein, lass mir noch was übrig. Oh, mal gucken, ob das noch zählt. Ihr habt wieder nicht gescannt. Hat keiner von euch einen Tötungsbefehlsscanner dabei? Es ist okay. Wenn für den Tötungsbefehlsscanner Düppel drin sind, dann möchte ich nichts gesagt haben, aber sonst kann ich das nicht verzeihen. Okay. Ich mache hier einen Haufen Geld und mache kaum was, ne? Das Spiel ist im Sommer-Sale. Was kostet es denn? Ich kann ja mal kurz gucken. Er macht mal weiter so lange. Ach Gottchen, 11,24 €. 11,24 € gerade mal. Und Horizons 15 Euro. Am besten gleich beides zusammensogen. Das macht am meisten Sinn, tatsächlich. Also 11,24 €. Ich habe das Spiel mittlerweile dreimal gekauft, weil ich drei verschiedene Accounts habe. Also eigentlich, wenn das mit den Missionen nicht gehen sollte, wurde das eigentlich immer vorher mal angekündigt in irgendwelchen Patch Notes oder Informationen zum Update. Es gab sowas schon mal, dass man Missionen, ich glaube, das war einmal bei einem großen Update, dass man Missionen vorher abgeben musste und die nicht mit über den Patch hinaus übernommen wurden. Das war gerade für Leute doof, die irgendwie so eine Passagiermission nach Sagittarius A gemacht hatten und irgendwie so auf der Hälfte der Strecke war. Das ist natürlich dann blöd. Aber ich denke mal, das müsste mit dem Update funktionieren. Ich kann dir mal kurz, ich weiß nicht, ob du die Galaxiekarte schon mal gesehen hast vom Spiel. Bennett X. Warte mal. Achso, ich habe gerade die Sternklassen drin. Also sie sind nicht alle angeklickt, aber so ein paar wichtige. Sind halt un sind. Es gibt da immer wieder mal andere Aussagen. Irgendwas zwischen 100 und 300 Milliarden Systeme oder so kann man im Spiel anfliegen, die alle tatsächlich prozedural generiert sind. Das Spiel ist so unglaublich riesig. Ja, wir sind jetzt hier mitten in der Galaxie irgendwo. Kannst hier ewig hoch und runter. Und man kann ja auch Systeme und Sterne und Planeten und Monde alles auch als Erster entdecken. Wenn man da so einen auf Explorer macht und einfach mal durch die Galaxie fliegt und versucht, irgendwelche schönen Sachen zu finden. Das kann man jetzt mittlerweile fast 4 oder 3,5 Jahre nach Release immer noch ohne Probleme machen. Also. Man kann es kaum begreifen, wie viele Systeme das im Spiel gibt. Es ist einfach so riesig. Die sind nicht alle bewohnt und bevölkert. Dafür gibt es hier die kleine Ecke, in der wir ja selber leben, rund um Sol. Also unser Sonnensystem ist das. So, da so ringsrum.
Gibt so irgendwie um die 19.000, 20.000 Systeme, die auch immer mal ein bisschen Bevölkerung haben, wird immer mehr. Und alles andere ist, ja, leer oder auch nicht. Gut, gibt hier hinten nochmal irgendwo eine kleine Ecke. Da ist Kolonia, nochmal so ein kleiner zivilisierter Außenposten. So, haben wir denn noch was, was mir Geld bringt? Oh, Pizza Gamer scrappelt. Wir machen das auch ganz gern. 400 Milliarden, ja. Dann sind es halt 400 Milliarden Systeme. Also auf EDSM ist halt so eine Seite, da wird das getrackt. Da steht ja immer da, EDSM oder EDR, wie viel Prozent schon erkundet oder entdeckt wurden der Galaxie. Und da sind zum aktuellen Zeitpunkt zwar nur von denen, die sich da registriert haben, aber das sind sehr viele Explorer, die da registriert sind, sind. Hier stand doch irgendwo mal eine Prozentanzeige. null irgendwas Prozent sind erkundet von der gesamten Galaxie, also nichts im Prinzip. Warum steht denn das nicht mehr da? Also wenn weiter in dem, ach hier doch, 0,0065%. Selbst wenn das nur die Hälfte sind, die da registriert sind und man das vielleicht verdoppeln oder verdreifachen müsste, die Zahl, ist das immer noch ein Bruchteil von einem Prozent. Also unglaublich einfach nur, was da noch nicht entdeckt wurde. So, haben wir noch was? Was ist denn das hier? Da, auch, guck mal, Jungs. Nur aber ran an Speck. Vorher wird aber gescannt. Oh. Stüppel. Oh, die will abhauen. Okay, das habe ich aber lange nicht gehabt. Dass ein Schiff, was kurz vorm Platzen ist, gut, in dem Fall hat die überhaupt keine Chance gehabt abzuhauen, doch noch abhauen möchte. Oh, zwei Gunships. Gibt es eine Möglichkeit, auch mal meine Travel Map zu zeigen? Ich glaube, ich bräuchte bloß deinen EDSM-Name, Erik. Dann könnte ich mir das angucken, wenn mich nicht alles täuscht. Geh mal alle. Das machen wir zur 500. Folge, Brummbär. Machen wir einfach zur 500. Folge. Ist überhaupt gar kein Problem. Und laut EDSM müssten wir uns dann nur 45.000 Jahre hinsetzen. Ungefähr. Da kommt es dann auf eine Woche auch nicht mehr drauf an. Bis dahin gibt es vielleicht gar kein Internet mehr. Habe ich jetzt schon einen Schuss abgegeben auf das Schiff? Weiß nicht, ich krieg gleich nochmal ein Schild. Kann ich doch nochmal draufbrutzeln? Ich glaube, ich hatte noch nicht. So, aus die Maus. Yeah. Und wieder nicht. Oh, Jungs! Jungs! Eine FDL. Vermutlich im Wing? Nee, doch alleine. Ihr wisst, das hat Vorrang. Eine FDL ist Ziel Numero Uno. Wo ist sie denn hin? Da. Lasst mir was übrig. Na komm. So, ich möchte bitte noch scannen. Bitte lasst sie mich scannen. Nein. Oh, nice, ey. Das sind richtig schöne Raketen. Das gefällt mir aber. So, gescannt ist er. Cool, hat fast nichts gebracht.
dachte, man kann bei EDSM auch die Daten von anderen Nutzern eingeben, um dann deren 3D-Karte zu sehen. Also, dass man auf das Profil drauf zugreift. Halt. Oder war das nicht so, wenn man dort befreundet ist? Ich habe da ja irgendwo einen Account. Ich hatte das ja auch mal für eine Reise mitgenommen, aber... aber das hat mir meine C-Festplatte zugemüllt ohne Ende. Da hatte ich dann keine große Lust mehr auf das Programm. Kannst auch gerne einen Screenshot schicken, kein Problem. Irgendwie an meine E-Mail-Adresse oder so. Guck mal, die ist irgendwo in der Info vom Kanal verlinkt. Ich glaube alp@youtube.gmx.de oder so. Muss mal kurz gucken. Genau, alp-youtube.gmx.de. Oh, doch hier. Siehe da, sie greift mich an. Oh, kann man dann Pietros auch vor Ort? Grüß dich. Jungs! Euer Schwadronenführer ist in Gefahr. Ohne FDL. Halt! Da ist aber noch eine andere Viper. Die will mir echt ans Leder. Wieder kein Scan. Es blutet mir das Herz. Natürlich töte ich 6 Zivilisten mit meiner kleinen Viper. Ich hoffe, das hört auf nach dem Patch, dass ich nicht andauernd irgendwelche Missionen zugeschoben bekomme. Halt. Oh, Jungs, hier. Papi hat gleich kein Schild mehr. Bitte mal auf die Viper. Ich hab gleich wieder Doppelfehlfunktion. Oh. Hilfe, Jungs. Hilfe. Hilfe. Help. Hier, Mayday. Da, die ist sauber. Ich wusste es doch. Oder war das eine andere, die ihr meintet? So. Ach, guck mal, wie schön das klappt. Nee. Du haust mir nicht mehr ab. So, war da noch eine andere FDL? Oder habt ihr mich da umsonst heiß gemacht? Da ist noch eine Vulture, das ist aber... Ah, Kommandant Birdie. So. Hey, Road King, grüß dich. Bennett, wenn... nee, so einfach ist das nicht. Das ist dann einfach eine... Station auf erscheint in irgendeinem System. Kekse, oh danke. Ich hoffe, das Krümelmonster ist nicht mit im Chat. Ob ich den Livestream von Fronti geschaut habe? Nee, ich bin erst rein, dachte mir dann, ach komm, jetzt mach endlich mal. Ich wollte das eigentlich gestern schon machen, ich war gestern so fertig. Machst du endlich mal einen Livestream? Und ich hab das vorhin selber was mitbekommen. Hey Drago, grüß dich, dass heute auch Frontier einen Livestream gemacht hat. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir den... Oh, entschuldigt. Hätte ich mir das vorher angeguckt, dann hätten wir das hier später oder irgendwie anders gemacht. Schaue ich mir später nochmal an. Hey, Spyro, grüß dich.
Okay, könnte es gar nicht draufgehen auf mein Ziel. Vielleicht war die kleine Viper einfach zu schnell. Da ist doch noch eine Scout. Schade, auch sauber. Ja, es ist so ganz gut. Knapp 2 Millionen. Da kann ich hier schon mal was mit anfangen. Wie viel hatte ich noch? 189. Ui. Das ist natürlich nicht so viel. Ach, hier. Pietro auch in der FDL unterwegs. Wer greift euch an? Wer hat Mist gebaut? Hey Pedro, Fredo, grüß dich. Abend. Ihr ballert jetzt aber bitte nicht die Systembehörden weg. Mahlzeit, grüß dich. Was ist er denn? So eine Klipper. Da ist die Klipper. Die da. Hey Tico, grüß dich. Guten Abend. Da wäre noch eine. Och Gottchen. Das ist ja erbärmlich, ey. 52.000. Was ist denn das andere? Ist das eine Anaconda da hinten? Die hier ist im Zweierwing. Ach, das wird die System-Anaconda sein. Eine MK4 gehört dazu. Kann euch den Link geben vom Stream. Das ist er. Let's see what's out there. So, haben wir noch was? Was? Och nö! Okay, mich greifen gerade zwei Viper an. Das ist ein bisschen ungeil. Ich habe nichts gemacht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Von was habe ich denn bitte schön eine Massensperre drin? Was gibt's denn hier eine Massensperre? Hier ist ja schon kein Abbaugebiet mehr eigentlich, ne? Ich will nämlich mal zurück. Ist eh gleich vorbei. Okay. Bevor die mich jetzt hier noch abballern, nehme ich die 2 Millionen lieber mit. Jo, das ist der andere Viper-Account aktuell. Wollte ich ein bisschen Geld machen, hat auch gut geklappt. 2 Millionen zusammengekommen. Kann man schon wieder ein bisschen was mit anfangen. Das kann natürlich mal vorkommen, wenn da so 10 Leute in der Instanz unterwegs sind. Es ist ja okay, wenn man in die Instanz mit reinspringt, dass es dann schneller lädt. Aber wenn ich rausspringe? Jo, danke Erik. Schau ich mir direkt mal an. Ist aber kein Pfui Pfui mit dabei bei der E-Mail, ne? So, Sound. Meine Travel-Map. Oh, das sieht ja nicht schlecht aus. Was zeichnest du denn da in die Galaxiekarte? Sieht aus wie so ein Schwan. Cool. Speichern.
Ordner Ornus. Weiß nicht, kann ich das zeigen? Ha. Huch. Alter Schwede. Ist das jetzt von der Reise? Nee, oder? Das ist doch wahrscheinlich alles, ne? Warst aber echt schon mal weit unten. Außerhalb. Bis hoch zum Beagle Point. Ein paar Mal Zentrum. Ist echt cool. Millionen Lichtjahre. Boah. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe auf dem Explorer-Account erst nachdem der jetzt wieder neu gemacht wurde, also mit der Anaconda, 300.000 oder so. 200, 300, 400.000, ich weiß es gar nicht. Aber ich denke auch schon wieder recht gut viel. 8, da unten bist du aktuell. Ah, habe mich schon gewundert. 15.000 Lichtjahre, wo kann er denn sein? Ach so. Sehe dich gerade gar nicht. Einmal war ich schon bei Canis Majoris. Das ist echt ein Oschi. Richtiger Wonneproppen. Der hat es echt in sich. Das ist ein Riesenvieh. Wie viel FPS habe ich in Elite Dangerous? Immer 60. Ist auf 60 festgenagelt. Wegen, ja, das ist der Monitor. Refresh sowieso nicht mehr. Oder hat nicht mehr Herz. Und auch so fürs Übertragen und Aufnehmen. Konstante 60, vollkommen in Ordnung. Das passt. Ist auch egal, welche Auflösung ich nehme. Also der Rechner, wie gesagt, der ist ganz gut. Das Spiel skaliert ja sehr gut mit. Mal eben die kleine Schlaufe für 90.000 Lichtjahre. <lacht> 144p muss echt geil sein. Aber man schafft doch niemals in jedem Spiel, wenn man noch die Grafikeinstellung auf wenigstens schön haben möchte, 144 Frames. Oder man hat zwei 1080 Ti drin. Keine Ahnung. Ah, ich bin so zufrieden. Das Gute ist, wenn man es nicht besser kennt, vermisst man es auch nicht. Wenn ich mir wahrscheinlich einmal so einen 120, 144 Hertz Monitor hinstellen würde, würde ich auch denken, oh, das ist schon ganz geil, aber mir reichen die, die ich hier stehen habe. Ich habe eine 1080 drin, eine G1 Gaming, das ist auch keine TI. Ich hatte mir damals direkt, als die Custom-Modelle rauskamen, eine G1 Gaming gekauft, weil ich vorher immer die dasselbe Custom-Design hatte, sage ich jetzt mal. Und war damit immer sehr zufrieden. Oh, nur Pilator, danke schön, vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Klatsch ein. Oh Gott, das ist schlechter Klatscher. So, genau, eine 1080. Reicht eine 69 und ein Ryzen 5600, 8 GB RAM? Ich denke schon, also das Spiel ist jetzt nicht unbedingt fordernd. Das skaliert sehr gut mit, du kannst auch wahnsinnig viel einstellen. Und mit, also wenn du es auf Full HD spielst mit einer 69, kannst du trotzdem, denke ich, die Grafikeinstellung schon relativ hochschrauben. Wie gesagt, das Spiel ist nicht so fordernd. Eventuell, wenn du dann auf Planeten landest, musst du mal gucken. Aber auch für planetare Einstellungen gibt es da genug. Wir können ja mal kurz reingucken. Aber natürlich die Anzeige, Auflösung und so weiter. Können jetzt auch auf 4K gehen oder auf 2K, 4K. Egal, das Spiel macht trotzdem super mit. Gibt auch ohne Rand. Damit zocke ich immer, damit lässt sich es auch am besten aufnehmen. 60 Hertz, bla bla bla. Und hier Qualität. Ist halt alles hochgeschraubt, ne? Und hier unten dann auch für die Planeten, falls es da eventuell bei einer 69
irgendwo nicht mehr so gut mitkommt, da kann man ja dann trotzdem was runterschrauben. Aber wie gesagt, das Spiel macht wirklich gut mit Grafikeinstellungstechnisch. Von der Grafikeinstellung her kannst du halt echt eine ganze Menge an- und ausschalten. Genau. Untätige Handanimation deaktivieren. Das habe ich neulich mal gemacht. Der macht doch immer diesen. Mit seinen kleinen Gichtgriffelchen. Oh, hier wird rumgeschossen. Ich fahre mal runter in den Hangar. Muss ich nicht haben. Ich verdrück mich. Ich bin feige. So, wie viel haben wir denn? Hier 1,9 Millionen. Die nehme ich natürlich mit. 2 Millionchen wieder. Sehr gut. Habe ich denn noch irgendwelche Kartendaten? Ich glaube nicht. Nichts dabei. Gut, 22 Uhr ziemlich genau. Ist eigentlich eine gute Zeit, um Schluss zu machen. Wunderschönes Vorschaubild. Danke, Manuel. Danke. Habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Habe ich gestern Abend noch irgendwann fertig gemacht. Und ja, also es dauert immer unwahrscheinlich lange, sowas zu machen, weil man sich jedes Mal selbst gerade in sowas verliebt, einfach nur, dass man den Atem anhält und ja. So. Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich wollte nicht wieder irgendeinen Planeten oder sowas nehmen. Und die meisten von euch kennen ja die nette Dame. Ist es denn auch ein Unterschied, wenn ich auf dem 144 Hertz-Monitor spiele und trotzdem nur 60 Frames habe oder nur 90 oder sowas? Ich habe da, wie gesagt, keine Ahnung. Habe da zwar auch schon immer mal alles Mögliche durchgeguckt, weil ich regelmäßig mal so durch die ganzen Technik-Sachen gehe, was gerade so gerade rechnertechnisch Neues gibt, mit allem drum und dran, Peripherien. So, dann würde ich sagen, ich nehme noch mal ein Schlückchen. Gute Aldi. Was ist das? Orangennektar. Aus dem Orangentier. Ja, meist ältere Frauen. Boah, 100% Auslastung ist aber, da feuert die Bude ordentlich, oder Taldor? Hahaha. 60 FPS auf 144 Hertz Monitor ohne anpassbare Herzrate sind schlechter als 60 FPS auf 60 Hertz. Nacht, Manuel, danke. Okay. Aha. Hey Shazam, grüß Da steckt so viel Liebe drin in dem Vorschaubild. Macht's mir jetzt nicht. So, mein Freund. Jo, danke. Danke, Saru. Danke dir auch. Man sieht sich hoffentlich bald wieder. Spätestens am Donnerstag denke ich mal schon, dass wir da am Abend nochmal einen schönen Stream hinkriegen. Das Update auskosten. Habe 344 Hertz Monitore. Ey, Mirkun, grüß dich. Da meldet er sich zu Wort. Da kommt er vorbei. Das ist deutlich schärfer als 60 Hertz. Ja, aber. Da ist er. Mir reichen die 60 Frames locker. Also, wie gesagt, ich kenne den Vorteil von 120, 144 Hertz nicht. Deswegen vermisse ich das jetzt auch nicht. Das Ding ist, weiß nicht.
Ja, mit 144 Frames aufnehmen, geht das überhaupt? Ich weiß es nicht. Spätestens bei der Aufnahme würde ich es auf 60 Hertz locken. YouTube verträgt sowieso nicht mehr. Oder? Glaube nicht. Donnerstag, 20 Uhr. Nö, wahrscheinlich schon ein bisschen eher. Hey Ethan, grüß dich. Hey R6M42, da oben war noch ein anderer. The EK2. Grüß dich. So, ja, ich sag jetzt mal auch gute Nacht. Wir können das nächste Mal weiter über Zahlen und Grafikkarten reden. Kannst du mal machen, Lime Green Gaming. Green Gaming. Schick's mal per E-Mail oder so. Mir reicht Doppelherz. Ich habe auch von Doppelherz habe ich hier so Granatapfeltee. Ganz lecker. Na gut. Macht's mal gut, Leute. Ich bedanke mich bei euch allen sehr für den schönen Abend. Hey, Dankeschön, da Frank. Du alte Düppelfelge. Danke dir. Dafür wird nochmal richtig schön abgedüppelt beim nächsten Mal. Das ist das Erste, was wir dann mit dem neuen Schiff machen. Ob Challenger oder Crate, werden wir sehen. Da wird Donnerstag ist Düppeltag. So. Gut. Dann, ja, vielen, vielen Dank an euch alle. Schönen Abend noch. Gute Nacht. Schlaft gut. Und haut rein bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, spätestens Donnerstag sehen wir uns dann wieder. Vorausgesetzt, die Server machen mit. Das letzte Mal hat es immer ganz gut funktioniert und da gehe ich mal von aus, dass es auch dieses Mal so sein wird. Also dann, gute Nacht und reingehauen bis zum nächsten Mal. Ciao.